Grüße! Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play World of Warcraft Classic. Seid gegrüßt, ja, Bürger! Ja, ich bin auch froh, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Let's Play hier bei Nido Zockt und ich freue mich ganz besonders, heute wieder mitspielen zu dürfen. Ich bin euer Zocker Kriech und checkt auch meinen Kanal. Ja, du darfst mitspielen und du darfst auch deinen Kanal bewerben, auf jeden Fall. Mache ich auch. Danke. Hast du jetzt Makros für Sprache? Ich habe mir so ein paar Makros gemacht. Also ich meine, wir sind jetzt in der 70. Episode, Leute. Ich finde, so langsam wird es mal Zeit, auf jeden Fall. Für geil. Ein klein bisschen Roleplay und vielleicht auch so ein klein bisschen besseren Content. Weiß ich nicht genau, aber wir werden es erleben. Verstehe ich nicht. Achso, ja, ich, falls ihr es nicht gemerkt habt, ich bin offscreen aufgestiegen. Wo war das nochmal? Was? Das musst du doch gar nicht erwähnen. Das merkt doch keiner, Mensch. Achso, ich dachte, wir da, so ehrlich sind wir zu deinen Zuschauern, aber okay. Wenn wir darüber nicht reden, wieso, wenn die das nicht merken, wenn die das nicht merken und wir nichts dazu sagen, dann sind wir doch auch nicht unehrlich. Ja, dann verschweigen wir es nur. Also, okay, ja. Okay. Willst du es erzählen? Ich merke ja, doch, wir waren, du möchtest wir waren, es erzählen. Ja, okay, wir waren im Scharlachroten Kloster gerade in Episode 69,5. Und es war schrecklich. Ja. Nur ein halb 69, also naja, gut. Eigentlich klingt das ganz gut. Naja, egal, wie auch immer. 69,5 hin oder her. Obere oder untere Hälfte wäre dann die Frage. Ganz egal. Beides gleich gut. Okay, lassen wir das. Ja. Auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Ach ja, jetzt bin ich völlig durcheinander und denke an andere Dinge. Nee, Quatsch. Also, ja, also Scharlachrotes Kloster, also es hatte seine hellen Momente, aber es war auch größtenteils finster. War es finster, genau. Wir hatten auch einfach keine gute Gruppe, muss man sagen. Und ständig wurde Baschi die Schuld gegeben für irgendwas, was da passiert sein soll. Was, oh nein, jetzt reg dich nicht wieder auf, bitte. Nee, ich reg mich ja gar nicht auf, aber... es war keine gute Gruppe und die waren so schlecht, dass sie uns die Schuld dafür in die Schuhe geschoben haben. Ja, und da habe ich gedacht, nee, komm, nein, Leute. Ja. Und dann wurden wir irgendwann rausgeschmissen aus der Gruppe, ne, oder was? Ja. Ja, ja, ja. Naja. Nur noch mit deiner zwergischen Sprache. Also ich habe mich da nicht angesprochen gefühlt und fühle mich dadurch auch nicht getriggert und... Du wurdest genauso rausgeschmissen aus der Gruppe. Ja, das ist doch überhaupt nicht interessant für mich jetzt. Nee, jetzt laufen wir hier schön wieder durch den Wald von Elwin, sehen da einen Achterbär und scheißen uns nicht mehr in die Hose, sondern hüpfen über ihn rüber und lachen darüber, dass er uns angreift. Richtig. Ah, es ist ein Traum. Der gute alte Zauntrick, den können wir gleich nochmal machen. Oh ja, stimmt. Lass ihn mal kurz probieren, ob der ja, funktioniert hier der mit dem Wald. Nicht den Bär schlagen. Nee, ich schlag ihn ja gar nicht. Oh, ich will noch gucken, ob mir noch... Ah, oh, schade. Er hatte Angst vorm Soundtrack. Ja, das glaube ich auch. Können wir hier nicht irgendwas angreifen? Doch, lass doch mal das Schwein da angreifen. Nur mal einen Schuss. Und dann den Soundtrack machen. Tot. Ah, oh, scheiße. Oh, ich kann's looten. KZ. Sehr schön die Tasche vollmüllen. Brockeneberfleisch. Ah, das war gut. Ja, soll ich's nochmal machen? Nee, komm, lass rein. Okay. Die armen Schweine hier. Ja. Ja. Der hat den Soundtrick. Oh, tot. Ah, schön. Da erinnere ich mich noch an Zeiten, als man hier rüber gucken konnte und gedacht hat, oh, die gefährlichen 20er-Wölfe. Ja, was hast du überhaupt für einen Plan jetzt hier ausgetüftelt, sag mal? Na, guten. Nee, sag mal an. Ja, wir holen uns guten, hier ja, toll. Noch zwei Plätze für Moladin. Noch zwei Plätze für Moladin. Ja, lass uns das machen, Alter. Warte, ich muss... Ah, wir sind auch gar nicht in der Gruppe. Ja, doch, wir sind in einer Gruppe. Warte, ich gehe mal aus der Gruppe. Ja. So.
Hoffentlich hat sich unser oder dein Ruf hier noch nicht herumgesprochen. Ich wurde eingeladen jetzt in die Gruppe, du auch? Nee, nee, ich leider nicht. Ich habe aber gesagt, dass er dich einladen soll. Ach so. Was sind das für welche? 32, 29, 28, 30. Geil. Kommst du? Ach so, du weißt jetzt gar nicht, wo ich bin, ne? Ja, nee. Also komm ich Gruppe oder wie? Nö. Wie, ist die Gruppe voll oder was? Ja. Es ist nur noch ein Platz frei gewesen. Ja, dann mach du das. Nein, komm, dann gehen wir beide raus. Ja. Okay. Würde ich sagen, oder? Also mir ist egal, sonst mach du. Also, weiß ich nicht. Aber irgendwie ist das alles witzlos. Ich schreibe ihm jetzt, okay, sorry, sind unzertrennlich. Ja, so, so gehört sich das, finde ich auch. Eher ein Zwerge vor der Win. So, dann komm mal rüber hier. Okay. Komm, wir legen den zu zweit einfach dann dafür. Ja, natürlich machen wir das. Wir rennen aber jetzt. Komm erstmal her, hier gibt's eine Quest. Beim Grab. Was? Wie? Wo? Wo? Ach, da, wo ich bin. Ja, ich komme. Das ist doch hier der Fun-Server, oder? Mhm. Noch ein Plätz, noch ein Plätz für Mornadim. Er will noch mit. Soll ich mal, mich mal melden? Nein, das ist der. Ja, genau. Krischli will. Lad mal Krischli ein, der hat bestimmt Bock. Gott. Wir machen uns hier auch noch unseren Ruf, du. So wie meine Gang in die LGs. Was? Sind immer die schlechtesten gewesen von allen. Gott, geht's. Morgan Ladimor. Oh, hier. Was ist das hier denn mit dem verwitterten Grab? Lies dir das mal durch. Auf dem verwitterten Grabstein steht einfach Morgan Ladimore. Nee. Doch. Ich raste aus. Alles klar, oder was? Moa Ladim. Ja. Sprecht in Dunkelheim mit Zira von Di. Von Hindi. Von Nindi. Von Indi. Ja, machen wir. Von Indie, ach ja, Entschuldigung, ich sprach Fehler. Macht nichts. Nö, alles gut. Dachte schon, du hast einen Schlaganfall oder so, hat mir schon Sorgen nee, gemacht super, oder so. Geht super. Ich hab Bock, ich hab richtig Bock jetzt ab nach Dunkelhain. Ja, wollo. Ja, geil, ey, es gibt eine Moladin-Quest. Ja, den machen wir sowas von weg, ey. Endlich, ey. Welche Episode war das? 38 oder was, ey? Und jetzt gibt's die Rache. Das hatte, ja, nach 32 Episoden wurde's auch ja, mal Zeit. Scheißegal, Alter. Das hat so lange in mir gegoren, dafür bin ich jetzt wütender. Ja, du hast ja auch deine Wut schön aufbauen können im Scharlachrotenkloster mit der geilen Truppe. Allerdings. Morgan Ladimore, Alter. Ja, es, ja, also ich glaube, das ist ein 35er. Oh, was ist denn hier los? Alter, Eliza. Boah, Alter, oh, was ist das denn? Uiuiui. Ui, ui. Schaffen wir die? Weiß ich nicht. Eliza. 31, 28, warte, der ist doch grau, 29. Ja, aber, ach so, okay, ich dachte, das wären alles Elites. Komm, wir machen Eliza platt. Ja, natürlich machen wir Eliza platt, Alter. Ich dachte, das wären alles Elites. Keine Gefahr, Alter. Ja, das. Nun, lass mich doch mal sagen dir, was ich sagen will. Die hauen mich, ich merke das überhaupt nicht. Es juckt so ein bisschen, ne? Ja, ey. Ja, das war's mit Eliza. So, und dann um den Rest kümmert sich hier der gute alte Aschi. Hier, nochmal so ein schöner Schuss für alle. Ja. Gut. Cool, bringt auch keine Erfahrung. Nö. Das war just for fun. Das ist mein Motto. Ist hier auch noch was? Ich dachte, hier wäre was zu looten. Mann, ist das aber auch ein dunkles Grab, du. Oh, hier steht was drauf. Auch Eliza, schon. Mein geliebtes Weib, möge die Erde deinen Hunger stillen. Oh, Eliza Bandschein, Zombie. Na, gut. Möge die Erde deinen Hunger stillen. Nö, ich glaube, die hat gern Erde gegessen. Das könnte auch sein, natürlich. Ne? Das ist natürlich überhaupt ganz Dreck, schlecht. Dreckfresser. Nö, ist gut Lust für den Magen. Lust auf WK? Was ist denn WK? Reinig den Magen. Utram schreibt mir, hi, Lust auf WK. Was ist denn WK? Haha. Wir gehen nach Dunkelhain, ne? Da geht's hier in den Süden. Ja, nee, ich wollte hier andersrum lang. Ich weiß nicht, ob das schneller ist. Ach so, na gut, dann sehen wir uns da. Gut. Waffenkammer Kloster. Ach so, WK ist Waffenkammer Kloster. Ah. Sorry. Grad.
Ersten Auftrag. Viel Erfolg. Ja, wir müssen auf jeden Fall Morla Deem legen. Das ist der Auftrag, wa? Morgan Ladymore. Morgan Ladymore. Ladymore, ja. Oder Lady Less wohl eher. Hey. Was, jetzt werden wir schon angefragt hier, ob wir Waffenkammer Kloster machen wollen. Oder dein was? Ruf hat sich rumgesprochen. Ja, echt, Mann, ey. Geil, wir sind der hat doch bestimmt so ein geiles Pad dabei, was ständig alles pullt. Den nehmen wir mit. Alter, das halte ich nach wie vor für ein Gerücht, ey. Weiß auch nicht, warum hier über die Pets immer so schlecht gesprochen wird, ey. Ja, weil die Owner die nicht unter Kontrolle haben. Ja, ich bin doch auch kein Sklavenhalter, oder was? Nö, du lässt sie so laufen, lässt sie machen, was er will, halt. Na, ich sag ihm schon mal hier, fast oder so, ne? Aber was er denn draus macht, da kann ich ja nichts dafür. Ich bin da nicht eher. Oh, hier, noch zwei Plätze für Morbend Fell. Nur Morbend. Wahrscheinlich Morbend Fell. Ach, den haben wir doch auch schon mal platt gemacht. Jawohl. Haben wir den nur zu zweit platt gemacht eigentlich? Ja, auf jeden Fall. Hat ganz schön gedauert. Stimmt. Aber wir haben ihn gelegt gekriegt. Stimmt, das hat ewig gedauert. Nachzusehen auf Nilo zockt auf jeden Fall. Das ist kleiner und kleiner hat nur noch Stufe 35. Das hat er da doch schon die ganze Zeit immer, oder nicht? Ja, aber jetzt habe ich halt ein bisschen mehr. So. Jetzt grüner Elite-Mob. Den könnte ich ja eigentlich platt machen alleine auch, ne? Oh, hier ist ja eine Kiste. Geil. Komm, ich greife ihn an. Krass, ey. Hier ist mitten im Wald liegt hier eine Kiste. Geil, ich mach kleiner fertig. Oh, scheiße, Mann. Ich kann kleiner doch nicht fertig machen, ich hau ab. GZ. Lass das bloß nicht die anderen potenziellen neuen Raid-Mitglieder sehen. Die schmeißen dich jetzt schon raus, bevor sie kleiner dich überhaupt das erste Mal mitgenommen haben, auf jeden Fall. Der hat sich ja überhaupt nichts getan. Komm her, Baschi. Oh nein, Baschi kämpft gegen ihn. Ja, Baschi, der ist wieder außer Kontrolle. Wieso kann ich den denn nicht rufen jetzt? Und dort ist er. Ah, da ist er. Nee, knapp überlebt. Echt? Wird mir nicht mehr angezeigt. Doch, da, jetzt wieder. Okay. Okay. Puh, kleiner Mensch, hätte ich jetzt gedacht. Aber ein 35er Elite ist anscheinend doch noch zu gut für mich. Ja, zu zweit könnten wir den vielleicht schaffen. Deswegen, Morla Deem ist auch 35 und Morla Deem, der hat diesen schnellen Schlag irgendwie. Der haut dann ziemlich doll zu, auf jeden Fall. Also, Alter, weiß ich nicht genau, ob wir den schaffen könnten. Wir legen den auf jeden Fall, Alter. Nur zu zweit? Ja. Na gut, gucken wir mal. Dein Wort in Gottes Gehörgang, auf jeden Fall. Ah, das wird... So, ich bin in Dunkelhain. Oh, dann bist du doch schneller. So, hier wird noch fleißig gepumpt. Oh, was ist jetzt los? Die Wachen rennen los, ich muss denen helfen. Aber Kleiner ist noch weit hinter mir. Die rennen, glaube ich, auch in die Richtung. Witzig, da rennt... Nee, was ist sie denn für eine? Achso, die ist auch... Ach gut, ihr schafft das schon. Sie erstmal zum Questgeber. Jo. So. Bisschen. Bin auch unterwegs. Oh ja, hier rennen mir die Wachen entgegen. Ach, ja, dann waren die das doch. Ja, alles klar. Ja. Aber dann haben sie noch ein ganzes Stück vor sich, bis sie kleiner treffen. Was kann ich für euch tun? Du kannst mir mal sagen, was ich mit Morgan Ladymore machen soll. Seine Geschichte ist lang und traurig. Ich kannte ihn gut, ehe er in den Krieg zog, doch das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Er war ein guter und edler Mann, doch es nahm ein böses Ende mit ihm. Einen Moment, ich glaube, ich habe hier etwas, das euch die Geschichte besser erzählen kann, als meine eigene Erinnerung. Na, was könnte das denn wohl sein? Ach, ein Buch, ja, okay. Die Geschichte von Morgan Ladymore. Altea. Kommandantin Altea Ebonlocke. Seid vorsichtig. Vielleicht könnt ihr ihn ja zur letzten Ruhe betten. Aha. Wo ist denn diese Teamor? Ach da. Hallo. Was kann ich für euch tun? Du kannst mir mal hier kurz weiterhelfen.
Tötet Morladim und bringt seinen Schädel nach Dunkelhain. Jawohl, Alter. 35 Silber ist okay. Jo. Ihr seht mir fähig genug aus. Du schmeichelst mir. Ich sehe nicht nur fähig aus. Nee, das war's schon. Ich sehe nur fähig aus. Sorry. Ja, ich bin aber trotzdem vorsichtig. Was sagt denn dein Goldcount? Ich habe im Scharlachroten Kloster 2 Gold verdient, circa. Ich auch, circa. Bist schon bei 40 jetzt, oder was? 39, 81. Oh. Können wir bitte nicht mehr vom Scharlachroten Kloster sprechen? Nee, ich wollte eigentlich über dein Geld sprechen. Also, was ja wahrscheinlich ein ähnlich unangenehmes Thema für dich ist. Nee, nicht ganz so. 39, irgendwas. 81. 39, 81, 81. Sind das schon mal 40. Du sagst, du hast bei deinen Twinks noch etwa 10. Ja, so in etwa, ja. Die haben noch 50. So 10 Gold. Und wenn sie alles verkaufen, was sie haben, vielleicht auch noch mal so... Naja, wenn es hochkommt, 5. Das heißt, insgesamt habe ich jetzt so 15, 55 Gold habe ich wohl so ungefähr, wenn ich jetzt wirklich Tabula Rasa mache auch und alles verkaufe. Ja, gut. Und dann nimm mal noch mal von mir ein zinsfreies Darlehen in Höhe von 10 Gold. Dann sind wir bei 65. Ja, gut. Und du musst noch 3 Stufen machen, quasi. Und wie viel, was sagt dein XP-Count denn? Der sagt 55.000. Und 70.000 brauchst du, oder was? Nee, 76. Eieiei, dann sind wir schon fast 30.000 Punkte auseinander, Mann. Tja, wenn du immer hier so auf Solo-Faden wanderst. Ne, wandere ich ja gar nicht mehr. Weiß ich auch nicht. Noch, da lag ja einmal da an diesen Erfahrungen, an der Erholung. Sagst du ja das eine Mal? Naja, das haben wir dann ja herausgefunden. Hat ja auch nur 50 Folgen gedauert. Hunting Dude. So, wollen wir mal fragen, ob noch irgendwer mitmacht hier mit Morladim oder so? Ah, erstmal kleiner killen, ist auch eine Idee. Erstmal machen wir kleiner nochmal weg, ne? Das ist ein Hordi. Na, helfen wir dem Hordi. Tauren-Druide. Haben wir alle mitgeholfen? Ja, der hier, der Hunter auch da vor dir. Ja, nett. So kenne ich das ja gar nicht von Nachtelfen. Hier. El Grande? Oh. Hä, habe ich den buffen können? Das war doch ein Hordi. El Grande dankt allen. Oder war das doch kein Hordi? Warum sage ich eigentlich immer Hordi? Das klingt so ultra behämmert. Tu, das kann ich dir nicht sagen. Da, da, di, da, da, da. Ich glaube, ich habe. Wir killen jetzt Morladim. Im roten Kloster mein Gehirn vergessen. Im Scharlachroten. Lange. Also, das wird echt für mich jetzt auf jeden Fall so ein historischer Erfolg, der schon mal wieder. Ja, das schrei es nicht. Wir müssen es auch erstmal schaffen. Doch, das wird auf jeden Fall ganz easy und. Es wird eine Erleichterung für mich sein. Ich werde damit eine lange, lange. Last los, sag ich mal, die ich lange mit mir rumgetragen habe. Mhm. Hat man auch so ein bisschen gemerkt, tatsächlich, so deine Aggressionen und so. Immer, das stand immer irgendwie, war das so. Das hat immer im Hinterstübchen rumgespukt, ne? Oh. Wie damals die ganzen Niederlagen gegen Morladim und jetzt ist es soweit, Alter. Wie viele Niederlagen gegen Morladim hatten wir denn? So viele? Oh, ich bin so oft gestorben. Nein, auf jeden Fall. Doch. Ja? Und immer sind wir nochmal hin und haben es dann nochmal versucht oder haben dann irgendwie der andere Quest da gemacht, dann kam wieder Morladim angeschissen und so und dann sind wir vor dem abgehauen und der hat uns gekriegt und wir sind da so oft gestorben. Also ich zumindest. Na gut, okay, dann wird's ja jetzt Zeit auf jeden Fall. Ja. Der Tag der Rache ist mein. Oh. Ja. Ach, siehst du. Präriehuhn muss auf jeden Fall dabei sein. Mein Begleiter hat jetzt Stufe 37 hat er erst. Das gibt's doch gar nicht. Muss ich mir vielleicht bald mal ein neues Pet holen? Nee, ich meine mein Pet. Ja, ich habe auch nur 37, mein Freund. Ja, okay.
So, ich könnte die haben doch immer weniger als man selber, oder nicht? Natürliche Rüstung, Rang 6 oder große Ausdauer, Rang 5. Ich glaube, ich mache natürliche Rüstung. Ja. Dann hat er nämlich, glaube ich, mein bester Freund ist das jetzt inzwischen sogar. Oh, ja. Ja, toll. Gut. Treue Stufe 6. Welche Treue Stufe hast du mir 7. gegenüber? Ja, dann ist doch cool, dann bist du mein allerbester Freund. Das riecht nicht ganz so auf. Ich reg mich nicht auf, Mensch! Was soll denn das jetzt hier, mal dieses Gerede darüber, dass ich mich aufrege und so? Du bist doch hier nur am von Rache reden. Rache! Ich will endlich Rache an Morgan Ladymore. Jetzt kenne ich endlich seinen vollständigen Namen. So, komm her hier. Wo bist du denn? Hier sind ja, wieder diese Minecraft-Dingsigs. Ah, die geilen Laternen. Genau, Laternen, so heißt er. Oh ja. Gott, ey. Ja, Real-Life-Quests, dann noch hier Quests, dann noch eine Inni. Das laugt aus, das laugt aus. Weiß ich nicht. Achso, ich bin brauchst du halt echt mal eine richtig geile Gruppe, ey. Ich bin tatsächlich schon viel zu weit gelaufen. Oh, da hinten ist ja schon Westfall. Ja, ja, hier ist oben, hier ist Rabenflucht. Ja. Okay, wir müssen aber auch von dieser Seite ran. Ach, tatsächlich? Also, ja. Was ist? Nein, wir müssen von dieser Seite ran. Ja, wie kann man das denn jetzt schon wieder doppeldeutig verstehen? Klar. Wegen ran müssen, oder was? Ach, ist doch egal. Ich habe kein Mana. Ne? Doch. Keine Tinte auf dem Füller, oder was? Verdammt richtig. Ja, alles klar. Keine weiteren Fragen. Ich habe hier noch 3 Flaschen süßen Nektar, ja, mein Freund. Und verzaubertes Wasser habe ich auch noch. Also. Ei. Ne? So, hier war irgendwo. Ja, der schleicht hier immer rum. Das wird das Geile ist, oder was auch irgendwie cool ist, der wird dann immer so, oder es wird dann immer so dunkel hier, wenn der kommt. Ist dir erstmal aufgefallen? Ja, ja. Es wird dann alles so richtig finster. Ich glaube, da hinten ist er. Ne, das ist ein Skeletträuber. Da ist er! Ich hab ihn! Echt? Ja, komm her! Ah, ist klar, Angriff. Ja. Oh, falsche Taste. Die Rache an Mordadim, endlich wird sie unser sein. Geil! Da ist dieser. Ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt. Der Aaskrabbler ist auch noch mit dabei. Ist ja, ja scheiß auf den Aaskrabbler, Alter. Das ist ja tatsächlich viel zu einfach. Ja, es ist ja auch unsere Rache, Alter. Endlich. Aber es ist auch gar nicht dunkel geworden. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja. Das ist viel zu einfach, ey. Oh, Mann. Geil, Alter. Oh, genau so habe ich mir das... Tatsächlich, es war doch ultra langweilig. Was? Das ist ja überhaupt kein spannender Kampf oder so. Ich hatte tatsächlich ein bisschen feuchte Hände. Du hattest hier Schweißperlen in der Hose, ne? Ich brauche nee, in der Hose nicht. Hände. Morgen Fell auch nochmal legen? Ja, los, komm, wir sind auch schon mal hier. Spaßeshalber. Ja, nur so just for fun. Ja, okay, alles klar. Das ist mein Motto. Das mag ich auch an dieser Höherstufe. Ah, guck mal hier, hier wird's hier dunkel. Ja, hier ist es dunkel, ja, ja. Ah. Hier bin ich, ja, das ist einfach mal wieder hier zu sein und jetzt einfach keine Schiss mehr zu haben müssen und so. Was hat ihr denn hier? Ach, die wollen rein und Morbin Fell töten, oder? Ach so, ja, komm, dann lass den nicht wegschnappen. Nö, Quatsch, lass die helfen. Den helfen natürlich. Ja, okay, dann müssen die den aber als erstes anträgern. Ja, ja, klar. Ja. Darfst du jetzt nicht dazwischen funken. Mhm. Erstmal warten, bis sie den haben. Ach, hier ist er schon. Ja, ja, die haben ihn schon. Ist er grau? Ja. Gut, dann. Jetzt rein. 32er ist ja. So, bitteschön. Dankeschön. Tschüss. Jo, wiedersehen. Sehr schön. Das mag ich. Ja, wieder so weit latschen, ey. Wenn ich Mollardim nochmal legen? Doch. Ja, finde ich auch. Lass nochmal warten. Wie oft hat er dich gelegt? Boah, 4-5 Mal mit Sicherheit. Also, gut, dann machen wir das jetzt einiges, auch. Wir sind dem noch einiges schuldig, ey.
Der uns wohl eher. Ja, ja, meine ich ja. Wir sind dem noch einig. Entschuldigung. Ach, tatsächlich? Oh, ja, dann muss ich mich aber gleich bei ihm entschuldigen. Wieso dauert das so lange, bis wir den erledigen? Es war noch ein 27er. Immerhin Silber, immerhin Silber dabei. Ja, nee, jo. Willst du jetzt echt auf den Respawn warten hier? Nö, wir können auch zurückgehen. Ja, komm, was soll der Scheiß? Echt. Ich fühle mich gut. Ich habe genau das erreicht, was ich wollte. Wunderbar. Morgen endlich mal platt machen, Alter. Ich werde öfter mal, wenn ich mal irgendwie so mal wieder in der Gegend bin, werde ich öfter mal wieder hier vorbeischauen. Noch mal platt machen. Super. Ja. Was soll das denn, Alter? Was denn? Ich werde hier von Grabräubern angegriffen. Ja. Tja. Nun. Ich werde hier von Aaskrabblern angegriffen. Ah, ich jetzt auch noch zusätzlich. Oh ne, haut ab. Ich laufe schon mal vor mit Aspekt der Schnecke hier und dann passt das. Ich mache mich auch auf den Weg. Ach, das tat gut. Das denn schon wieder für einen Scheiß hier? Was hast du denn? Ach, ich war kurz erkrankt. Na, eben Steingestalt gemacht. Ah. Spinne gebissen, wa? Ja, ja, ja. Ja, schön. Das tat auf jeden Fall richtig gut. Folge 70, ne? Folge 70, wir haben Morla Dem getötet. Das ist was Schönes. Die werde ich mir oft angucken. Boah, echt? Mhm. Ich glaube, die ist ein bisschen lame, ganz ehrlich. Ich guck die mir öfter an. Die Folgen an sich oder die 70er? Nee, diese jetzt? Hier. Ja, die. Gut, da dann auch, wenn dem so ist, dann hast du es dir auch verdient tatsächlich. Hey, Christoph, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Du bist mein Ehrenzuschauer. Ja. Richtig cool, Mann. Lass gern einen Daumen hoch da. Sag all deinen Freunden Bescheid. Genau, meine Abozahlen. Mein Ziel ist es tatsächlich, dass ich meine Abonnentenzahlen verdoppelt innerhalb der nächsten... ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, 3 Monate. Und ich hätte gerne 12 Abonnenten dann bis dahin, deswegen. Und du kannst mir gerne dabei helfen. Ich werde dieses Video hier, Folge 70, werde ich so oft anklicken, dass du da irgendwann 2000 Klicks hast für dieses Video und dann steigen die Abozahlen natürlich irgendwann auch sowieso. Ja, meinst du? Ja, und dann gucken das alle und dann denken sie, ah, deswegen hat er so viele Klicks und so, weil ich das ja jetzt gerade erzähle. Alles klar. Ja, cool. Das ist ja so YouTube-Inception quasi. Genau. Instant Video. Jetzt sind wir gerade im Jetzt. Genau. Hallo. Ja. Zuschauer, schreibt mal einen Comment. Ihr seht leider nicht, dass ich meinen Arm jetzt hoch und runter bewege. Warte. So, wie ich das jetzt können sie es sehen. Ah, genau. Hä, wieso machst du ja gar nicht? Nee, ich doch nicht. Du hast ja schon Wave gemacht. Ja, aber du kannst... Ach, oh, scheiße. Du hättest auch machen Falsch können. Na, ist egal. Soundtrick? Was? Wie? Wo? Verdammt richtig. Ja, danke. Danke, ja. Was ist das hier für ein Zauberer? Ich sehe aus wie Morbid Fell. Morbid Fell? Wollen wir ihn platt machen? Nicht schon wieder. Nee, eh nie. Boah, ich mir überlege, wie lange das gedauert hat, ey, beim letzten Mal den Ball kalt zu machen. Und jetzt, na okay, wir waren noch zu siebt. Und wir sind 37er, beziehungsweise... Ja, aber Morbid Fell war... 38er sogar. Morbid Fell war nur ein 32er Elite-Mob, den hätten wir noch schneller platt gemacht als Morla Dem. Ja, das ist richtig. Ja, ja, ja. Ja, das ja genau. Wenn euch dieses Gegene auf den Zeiger geht, dann sagt auch noch mal doppelt all euren Freunden Bescheid, weil dann kann ich das hier hauptberuflich machen und dann bin ich auch nicht so müde beim Aufnehmen.
Ja, so kann man es auch drehen. Real life sucks. Mhm. Ehrliche Arbeit ist für den Arsch. Bitte abonniert mich. Ja. Aus diesen Gründen. So, hallo. So, Moladin bitte, einmal. Da wäre allerdings noch eine kleine Sache. Ja, was denn? Ja, was denn, du? Sprecht in Dunkelhain mit Behüterin Sarah Ladimor. Wo ist die? Da. Das war ja nicht so schwer jetzt hier. Mein Vater, sie schlägt die Augen nieder. Wessen Augen? Meine oder was? Ja, sie schlägt dir gleich die Augen nieder, Alter. Das war nicht nett, ey. Ich wünschte, es gäbe etwas, das ich für ihn hätte tun können, wenn ich nur mit ihm gesprochen hätte, ehe er. Ja, was denn? Ja, was denn? Oh. Das Schwert von Morgan Ladimore. Und das ist viel besser als das Schwert, was ich jetzt in der Hand habe. Ja, mach keinen Scheiß. Vor allem gibt es 88 Silber dafür. Ja, oh, das machen wir ja wohl sowas von. 58. Da haben wir doch angefangen bei Ladimore. 85 Arkanschaden. Jetzt hat sie Tränen in den Augen. Nee, das lese ich nicht. Dann muss ich auch weinen. Siehe den Ehrenfreund. Nimmt mich immer so mit, das Schicksal der NPCs hier. Ich auch. Geil, was? Alter. Wie? Was sollen wir denn machen? Zum Grab bringen den Ring und dann, das war's dann auch schon. Ja, geil. Wo ist das? Ja, da, wo wir angefangen haben. Boah. Wie, wo wir angefangen haben? Morladim-Quest gab. Wo war denn das nochmal? Auch in Rabenflucht? Ja, da drüber. Ach Gott, oh Gott. Na egal, 85 Silber, ey. Warum nicht? Ja, dafür geht man auch die Strecke. Und für ein neues Schwert vor allem. Wie geil ist das denn, Alter? Und vor allen Dingen das Schwert von Morladim. Jawohl, Alter. Das stimmt, das ist tatsächlich ganz cool. Ah, pardon. Die Rache ist mein. Ach komm, Alter. Zisch ab. Machst du 4. Mache ich. Kann ich aber im Gehen nicht. Kannst du im Gehen 4 oder was? Na, sichi. Ja, tolle Priester oder was, ey? Ey, Priester ist echt ganz geil, ey. Ja, was erzählst du denen denn, damit die abhauen? Ja, ich guck dir unter einen Messdienerrock oder was erzählst du denen dann? Nö, ich erzähl denen von deren Familie und was da so los ist. Das wirkt schon, das reicht. Gib denen ein paar Insights zu deren eigenen Geschichte. Und dann hauen sie ab, oder was? Und dann laufen sie schreiend davon. Was ist hier denn los? Ach, langweilig. Worg, der Nachtheuler. Nee. Das ist ja jetzt nichts mehr. Geil, das Schwert, Alter. Morladims Schwert. Ich flipp aus. Ich hab nur Lagerfeuer verstanden. Morladims Schwert. Ich flipp aus. Morladims Schwert. Ich flipp aus. Ungefähr so sinngemäß. Hä, was? Ich flippe aus. Warum denn? Weil ich Morladims Schwert krieg. Was? Also jetzt hör mal auf. Was denn? Womit denn? Aha. Hast jetzt also doch alles verstanden. Ich fühle mich erholt. So, reicht jetzt. Wegen Morladims Schwert? Ja. Wenn ihr auch das hier so witzig findet wie ich, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da, Leute. Und folgt mir auch auf Instagram, Snapchat, Facebook und TikTok und wie das andere alles heißt. Twitter und so, genau. Achso, übrigens, ich stelle auch noch jemanden ein für meine ganzen Social Media Accounts. Das muss noch einer machen. Mich. Ja, geil, der dich dann immer so fotografiert, wie du so vor deinem Rechner sitzt und so. Genau, mit meiner Zockermütze auf. Oder wie ich gerade die WoW-Ente benutze. Ja, sehr gut. Ja. Finde ich gut. Ja, das kommt alles ins Programm auf jeden Fall. Ja. Die schönsten Fotos von dem Kuschelmich-Kaltaugen-Basilisk. Ja, der Kuschelmich-Kaltaugen-Basilisk, der steht hier neben mir. Den habe ich schon gebastelt jetzt extra. Ja? Das ist der, wie heißt das nochmal? Patent? Nee. Nee, der Muster. Prototyp, genau, Muster. Ja. Ja. Mit so echten hier klingen oben als. Glassplitter. Ja, auch geil. So, kuscheln mit Kaltaugen-Basilisk. Blau eingefärbte spitze Glassplitter. Nee, grün sind die, aber macht nichts. Ja, grün, ja. Ich dachte, das waren die doch von dem anderen, oder? Nee, die sind grün. Oh, was ist das denn? Hier steht eine Kiste.
Ja, die hatte ich letztes Mal auch gelootet. Warte Random. Mal, würfeln. Yes. 69. Ah nein, du warst es. Oh nein, und ich hab's schon gemacht. 69? Ja, 69. Besser als 69,5. Wobei, nee, das hatten wir auch schon. War das in dieser Folge? Das war vorhin. Ah ja, cool. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Genau, also ich stelle ein, Social Media, Media Sekretär / Sekretärin. Ist mir egal. Divers auch. Na, selbstverständlich. Musst du immer angeben jetzt bei Stellenbeschreibung. Darf man jetzt auch zum Beispiel sagen, man möchte nur jemanden, der divers ist? Oder ist das auch wieder das ist schon wieder sexistisch. Das ist dann wieder diskriminierend auch für die anderen. Ja, da grenzt ja die anderen aus, dann die Männer und Frauen. Aber ich würde denen doch so gern auch mal eine Chance geben. Irgendwie. Ja, aber es geht ja darum, dass du Chancengleichheit bieten sollst. Ja, stimmt. Du hast natürlich mal wieder vollkommen recht, mein politisch korrupter Freund. Was soll denn dieses scheiß Terrorwolf hier jetzt von mir? Ja, so. Nee, also mir egal, auf jeden Fall. Hauptsache, ihr kennt euch mit Instagram und sowas aus und dann... Und so weiter. Sarahs Ring. Lege ich ins Grab und bekomme das Schwert von Morladi. Oh, er steht auf. Da ist er. Geil. Der hat auch so eine beknackte Friese. Ciao, Morladim. Lasst mich in Ruhe. Oh, das ist ein richtig schöner Abschluss dieser meiner Morladim-Geschichte, muss ich sagen. Jetzt nehme ich noch sein Schwert an mich. Ich verscherbel das. Geil, Alter. Oh, da ist er wieder. Achso. Kann ich hier auch mit dem tanzen oder so? Ich tanze auf seinem Grab. Nee, du tanzt mit mir. Du hast ihn gar nicht angeklickt. Oh Mann, das ging nicht. Ja, auf geil. Seinem Grab. Da kommt noch einer. Ja, 29er Wiener. Ja. Seid gegrüßt. Was macht er denn? Er tanzt vor dir rum. Er ist ja auch da rumgespaggelt. Gespasselt. Ja, cool. Ja, für meine Moradin-Geschichte nimmt auch ein fröhliches Ende und zwar kassiere ich 88 Silber und 27 Kupfer, meine lieben Freunde. Ja gut, mein altes Schwert kann ich jetzt für 68 Silber verkaufen und habe dafür noch ein besseres und zwar das Schwert von Moradin. Das werde ich auch nie wieder ablegen. Überzieht ein Ziel mit 85 Punkten Arkanschaden. Ja, geil. Dann lass doch mal ins Schlingendorntal. Geile Idee, Mann. Ja, und wo die herkamen, da lauern noch tausend andere. Ideen? Jawohl. Ja, cool. Bilder von mir beim Zocken, Alter. Das wäre echt so geil behämmert. Da ist er. Nee, oh, schade, das ist ein Skeletträuber. Ich dachte, das wäre schon wieder Morladim. Warte, warte, da ist er, da ist er. Nee, das ist ein Skeletträuber. Ja, den habe ich auch gesehen. Oh, Mann, nee. Da ist er, da ist er. Wo, wo? Nee, dachte. Das da ist ein Affe. Ach, ist ja Baschi. Skeletträuber, Skeletträuber. Nee. Kein Morladim hier in der Nähe. Macht nix. Wir sehen ihn schon noch wieder. Aber das war jetzt schön, ihn noch mal in echt gesehen zu haben, zu wissen, wo seine Tochter ist und so. Jetzt habe ich richtig Background-Business. Ja, demnächst auch im Nilo zockt Merchandise-Shop der Morladim Punching Ball. Geil. So ein Gesicht von Morladim drauf. Ja. Finde ich gut. Geht's auch im Bundle dann. Mit dem Kuschelmich, Kaltaugen-Basilisken und der WoW-Ente zusammen im Bundle für 666 Euro. Ja, Actionfiguren. Ich will Actionfiguren, Alter. Ja, gibt's ja schon. Der heilige Morfri. Morladim Actionfigur. Dann will ich hier auch Sarah, seine Tochter will ich auch als Actionfigur haben. Wo genau, gehst du denn hin als eigentlich? Actionfigur, ist schon klar. Wo gehst du denn hin? Achso, zum Weg. Das Schlingendorntal. Ja, okay. Warte, ich antworte dir standesgemäß. Ei. Da hab ich nicht gehört. Ach, schade. Ja, dann lauf. Ja, lauf, okay, Krischli, lauf. Ja, nö, klar, der heilige Manfred, Monfray, das Präriehuhn gibt's natürlich auch. Und den Präriehuhn-Sitzsack. Ach so, ja, stimmt, hast du ja schon mal gesagt. Genau. Aber ist zum Zocken leider ein bisschen
glaube ich, zu unbequem. Nö, der wird extra so ergonomisch angepasst, so. Also gameonomisch, genau, nicht aerodynamisch. Nicht aerodynamisch, du brauchst doch keinen aerodynamischen Aquadynamisch. Nee, sag ich ja gerade. Weder aerodynamisch noch aquadynamisch, der ist gameodynamisch. Mhm. Der ist angepasst zum Gamen. Der Sitzsack. Den Krischli-Sitzsack? Nee, den gibt's nicht. Nee, den, ich will auch nicht, dass jemand seinen fetten Arsch in mich drückt, Alter. Während ich zockt oder was und immer schön reinfurzt und so. Nee, Leute. Was könnte es denn mal von Krischli geben? Den Anti-Stressball oder so. Den Krischli. Schweren Lederball, genau. Ja, genau. Und schwerer, stimmt. Der schwere Krischli ist schwerer Lederball. Ja. Für 80 Silber. Mit der Beklopptheitsgarantie, wer den kauft, auf jeden Fall. Du, ich habe da schon welche von verkauft. Ja, ich weiß. Und übrigens, liebe Gaming-Gemeinde, die sind echt hoch im Kurs, ne? Die schweren Lederbälle von Krischli. Ne? Das sind ja hier so Merchandising-Artikel, also die könnt ihr im AHA kaufen. jetzt natürlich ein Gold 20. Ne? Aber das sind echt Unikate auf jeden Fall. Mhm. Selbst hergestellt. Ja, das stimmt. Verdammt richtig. Mhm. So, sind wir gleich mal wieder in Schlinge oder was? Wieder jawohl. Zu Hause. Ja, würde ich auch sagen. Einmal zurück nach Schlinge und dann soll es das auch für heute gewesen sein, würde ich sagen. Ja, wir haben auch echt wirklich auch heute einen weiten Weg wieder hingelegt, hier über die östlichen Königreiche. Okay. Ganz im Norden oder was waren wir? Also offscreen dann natürlich, aber... Ja, deswegen, ich sag ja, das musst du doch gar nicht so groß erwähnen, weil das sehen die Zuschauer ja leider eh nicht. Das ist doch nur so von wegen, ich weiß, was du zu Weihnachten kriegst, so im August einem sagen. Ja, gut, aber... Also wobei, das ist sogar absehbar. Das ist ja gar nicht so schlimm. Müssen wir hier zum Rebellenlager? Nö. Ach so. Ja, ach so, ich wollte da hier nochmal kurz ein paar Apple kaufen oder so. Ach so, ja, können wir mal gucken, ob da irgendwas geht. Ah, dann können wir auch da die Episode beenden. Oder wollen wir noch nach Booty Bay laufen? Also, in Booty Bay können wir noch 2-3 Quests abgeben auf jeden Fall, ne? Stimmt, da gibt's auch ein paar neue, ne? Ah, ne, die habe ich dir ja schon mit dir geteilt, als du Stufe 37 geworden bist. Also, na gut. Ah, hier neue Apple, siehst du. Ach, ich glaube, das können wir auch off-camera machen, du. Oh, musst du sagen, ne? Oh, die Geschichte von Moladim haben wir hier als Buch. Dieses dusselige Schwert verscherbel ich. So, die Geschichte von Morgan Ladimor. Zum Lesen rechtsklicken. Was? Das geil, kann man nicht verkaufen. Ah, Schlicht vielleicht gibt es ja bald nochmal ein Hörspiel. Monfray liest Moladim. Ja. Liest die Geschichte von Moladim. Wie viele Seiten hat das? 7, 8, 9. 9 Seiten. Wenn ihr dazu eine Meinung habt oder wenn ihr das gerne sehen wollt oder hören wollt, ja, das lese ich mir nochmal durch. Das Hörspiel, die Geschichte von Moladim, dann lasst es mich gerne in den Comments wissen und dann mache ich das auf jeden Fall. Dann gibt es eine kleine Special-Episode, dann suche ich mir ein schönes Gasthaus im Dämmerwald, setze mich dahin mit dem Buch und lese euch das vor. Ich bin dafür. Na dann, ab in die Comments. Das wird sowas von passieren. Oh, da kommt hier schon wieder... Dingsig, Steffi Graf. Samantha? Nee, ja. Sammy? Ich weiß immer nicht, ob man Ehren, Minus-Ehre kriegt, wenn man die jetzt killt. Ja, ich glaube schon. Ganz geschnallert. Ja, komm, sag an. Was meinst du? Wollen wir nach Booty Bay gehen oder off-camera? Nö, ich würde schon jetzt auch noch mal den kleinen Spaziergang hier einmal noch durch Schlingendorntal. Ja, okay, komm, weil es so schön ist. Ja. Azeroths schönste Bahnstrecken. Mhm. Dazu könnt ihr euch übrigens auch bei Zockerkriech gerne Transportfieber angucken, wenn ihr wirklich richtige Bahnstrecken sehen wollt. Nö, will ich nicht. Ja, du ja, also du nicht, aber vielleicht andere. Ja, also ich meine, einer meiner Brüder... Meine ich letztens gesagt zu haben, dass er mein Transportfieber-Let's Play stinklangweilig findet. Ach, tatsächlich? Ja. Oh. Ehrliche Rückmeldung, würde ich sagen. Ja. Fand ich ein bisschen schade, aber ich mach's ja auch eigentlich. Also machst jetzt aber auch nicht besonders gut Werbung für etwaige Zuschauer, die das noch nicht gesehen haben. Nee, das ist auch richtig. Also, aber das
Verstehe ich gar nicht. Also mir macht das sehr viel Spaß und es hat ein hohes Suchtpotenzial auch für mich und so. Also ich. Vielleicht bringst du den Spaß nicht gut genug rüber. Ich glaube, das ist einfach ein Stinkstiefel. Über die Person. Wer denn? Also ich möchte hier keinen Namen nennen, aber dieser hat keine Haare auf dem Kopf. Ach so, der, ja, der Ältere, dann weiß ich. Ja. Fängt mit J an und hört mit Ulian auf, ne? Also schöne Grüße übrigens, hallo. Falls du gerade zuguckst. Ach ja. Schön. Oh, diese Folge ist einfach so random bescheuert, ey. Das ist nur Mist. Aber tatsächlich, ich glaube, ich lade das Kloster nochmal hoch, weil wir haben da auch so lustigen Dünnschiss erzählt. Das war einfach nur witzig. Ja, am Anfang schon und dann hast du dich total aufgeregt, dann war es nicht mehr so witzig. Nein, was heißt richtig total aufgeregt? Ich kann das einfach nicht nachvollziehen, dass er da diese Kommunikation, diese Unkommunikation, die da gelaufen ist in der Gruppe. Also. Ja, da lief einiges verkehrt, das ist richtig, vollkommen, vollkommen richtig. Nee, genau, liebe Leute, echt, schaltet gern ein, wenn euch das hier gefällt und auch das Gesülze, dann schaltet gern immer wieder ein und... Ja, klar. Unbedingt. Bleibt uns treu und genau. Wenn euch irgendwas nicht gefällt oder ihr sagt, ey komm, Alter, das ist zu viel dummes Gesülze, einfach Rückmeldung geben, wir nehmen uns das zu Herzen, wir machen alles für unsere Fans. Mhm. Genau, und dann kicken wir euch und bannen euch. Nö. Auf unseren Kanälen. Nee, das können wir uns gar nicht leisten. Nee, ich würde euch einen Orden verleihen, auf jeden Fall. Den Nilo empfiehlt, Nilo zockt. Verdienstorden. Oh, guck dir mal bitte Morladims Schwert an, wie schön es glänzt. Ach, hast du das schon angelegt? Ja, sicher. Was für ein Apparat, Alter. Ja, oh, also ich habe schon glänzendere Schwerter gesehen, tatsächlich. Ach, du bist auch so ein Stinkstiefel. Nö, ich bin einfach Realist. So, wir haben noch nicht mal die Hälfte der Strecke. Ja, geil, GZ. Aber warte mal, hier könnte man noch Quests erfüllen. Oh, Bangalaschs Kopf zum Beispiel wäre die Großwildjagd. Da rennen wir gleich direkt dran vorbei. Ach, tatsächlich? Deine Kristallkugel ist aber auch geschärft eingestellt diesmal, ne? Warte mal, das könnten wir doch mal kurz reinschreiben, oder nicht? Wo rein? In Chat rein. Ob das jemand mitmachen will? Ja, ob jemand auch mal Bangalasch platt machen will. Wo ist er denn? Hier direkt, oder was? Ja, wir sind gleich da. Noch jemand? Bangalash. Locus Pocus zum Beispiel vielleicht. Ist gerade an uns vorbeigerannt. Bangalashs Kopf, da steht's. Klar. Ja, cool, dann lass machen. Das wird auch zu zweit wieder nix, oder was? Ist knallrot, ne? Ja, nee, komm dann, lass. Wenn sich jetzt keiner meldet, dann machen wir das nicht. Ein 45er Elite sein, den kriegen wir auf jeden Fall nicht hin, wie Tethys. Jupp, auch schwer. Joa. Hier rechts. Sollte irgendwo sein, da hinten. Ah, also nicht hingucken? Puh, halt nicht zu zweit. So Quatsch, oder? Ja, aber nur mal gucken, ob der da ist auch. Also eine knallrote Elite-Quest kannst du zu zweit echt vergessen. Ja, natürlich. Aber ich hätte gerne mal geguckt. Kannst du machen. Du bist eh 30% schneller als ich. Achso, ja, stimmt. Ich habe Aspektes. Kann ich mal Aspektes Geparden machen, stimmt. Kannst du machen. Kannst du mal. Kommen wir. Oder wenn du willst, kommst du wahrscheinlich sowieso noch vor mir an. Die Kubaniere müssen wir auch noch machen. Die Kubaniere, genau. Nee, mal ernsthaft, Zuschauer auf jeden Fall. Wenn ihr irgendwie sagt, hier das und das oder macht mal die ganzen Laufwege raus oder sabbelt mal nicht so viel Scheiße oder sabbelt mal mehr Scheiße oder erzählt 43. mal irgendwie ein bisschen mehr über die Geschichte von WoW oder irgendwas. Wir versuchen das einzubauen, ohne Scheiß auf jeden Fall. Im Rahmen unserer Möglichkeiten natürlich. Und genau, ansonsten ja, hoffe ich natürlich, dass bei uns dann schon der Funke oder auch der Spielspaß so ein bisschen rüberspringt und ja, ihr auch ein bisschen Spaß beim Zusehen habt natürlich. Da freuen wir uns sogar sehr. Ja, hier liegt der König Bangalash.
Ja. Stufe? 43er. 43? 43 Elite. So ein Affe ist das, ne? Nee, ein weißer Panther wie Leo. Ach so. Ich vermisse Leo. Ja, okay, ich hole ihn bald zurück. Das will ich auch hoffen. Oder ich hole mir Bangalasch, der sieht ja genauso aus wie Leo. Das wäre auch ziemlich cool. Ja. Den könntest du dann, wie könntest du den mal nennen? Leo 2. Oh, das ist ja echt kreativ, Mann. Komm, Leo 2. Leo 2, jetzt hör aber auf. Klingt Leo so ein bisschen 2. Wie ein Leopard 2. Ja, echt. Gott. Ja, das wäre ja doof wieder. Nee. Ja. Ja, ja, nee. Booty Bay, Booty Bay. Ist schon da? Nö. Booty Bay ist Booty Bay. Das ist aber auch tatsächlich ein Gerenne hier. Schlingdorntown ist groß. Ja. Warum wollten wir nochmal nach Booty Bay? Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Ach, guck mal, weil wir da Quests abgeben wollen und neue holen können. Und da oben. Blutsegel-Kubaniere. Da ist es wieder. Ist abgeschlossen. Was, wie, wo? Da ist noch ein Fragezeichen. Das liegt hier quasi auf dem Weg. Wo denn? Da müsstest du, ja, du musst noch ein ganzes Stück Richtung Süden rennen. Ja, da, wo die Blutsegel-Kubaniere sind, weiß ich. Die sind da direkt bei Booty Bay. Nee, nee, wir müssen da einmal abbiegen. Nee, so, rechts von Booty Bay, da oben drüber so, ne? Nee, ist ja schon fertig. Die Quest ist schon fertig, komischerweise. Hä? Müsste bei dir doch auch schon stehen, oder nicht? What? Abgeschlossen. Die Blutsegel-Bukaniere. Oder nicht? Da muss man, glaube ich, erstmal nur Bescheid sagen oder sich einen neuen Auftrag. Nö, ist nicht abgeschlossen. Nee? Nee. Dann hast du wieder alleine gequestet, mein Freund. Nee, das kann ja nicht sein. Warte mal, ich lese mir das mal kurz durch. Überprüft. Ach so, ja genau, man soll da erst prüfen. Deswegen soll man da hin. Ja. Begebt euch zur Bucht im Norden von Booty Bay an der ungezähmten Küste und schaut, was ihr so findet. 40 Silber! Da gehen wir doch nochmal vorbei, oder was? Können wir machen, ja. Klar, warum nicht? Also bei mir ist sie aber noch nicht fertig, die Quest. Nee, aber die muss man da, also da muss man tatsächlich nur an die Bucht gehen und da irgendwas abgeben oder sich, nee, oder hingucken, überprüfen halt. Ja, ja, mal rumgucken da, ne? Genau, da musst du jetzt quasi Richtung Meer gehen. Von dir aus, wo du bist. Jetzt direkt hier, den Berg hoch, ja. Oder was? Also du musst quasi rechts abbiegen, jetzt scharf. Mach ich. Ich mach das. Dann straight Richtung Westen quasi laufen, also. Ja, mach ich. Kein Problem, das kann ich. Gut. Und dann, ja, bin noch ich Stück, hier. Noch ein okay. Stück. Ja, da sind, ja, da sind Räuber der Blutsegel-Bukaniere. Okay, da musst du aber jetzt noch ein Stück an der Küste lang gehen und dann muss da irgendwo ein Fragezeichen sein. Oder ein gelber Punkt oder was weiß ich. Guck mal auf der Map, gehe ich hier richtig? Ja, du gehst schon richtig, aber du musst an der Küste weiter langlaufen. Ich bin direkt an der Küste. Ja, lauf weiter. Aber hier sind 40er Mobs auf jeden Fall. Ehrlich? Ja, ja. Ich muss schon aufpassen. Okay. Mach jetzt mal einen kalt hier. Hoffentlich. Ich komm hin da jetzt. Das sollte wohl hinhauen. Boah, das klappt. Das klappt ja sogar ganz gut auf jeden Fall. Na, hast du Erfahrung gekriegt? Nee, ich bin auch noch zu weit weg, aber ich bin unterwegs. Ich komme hier nicht hoch vor allen Dingen. Das würde ich gerade zu gerne sehen, wo du gerade hängst. Ja, voll beschissen an diesem riesen Berg halt. Wenn man die Leertaste klappern hört, dann kann es nur wirklich aussehen, auf jeden Fall. Hey, so, hier ist ja schon Booty Bay. Ja, sag ich so, doch, ich das ist ja direkt dabei. Oh, mein Gott, Alter, ja. Hier sind Forscher der Naga, die sind 44, das ist ein bisschen doll. Warte mal.
Hier ist ein 40er. Hier ist ein 41er nochmal. Den muss ich auch nochmal kalt machen. Ja, ich mach hier. Oh, hier ist direkt ein Magier gespawnt. Okay. Auch ein 40er. Das geht ja doch. Hast du XPs gekriegt? Nee. Sind wir in einer Gruppe? Ja. Ja, sind wir. Ah, hier wahrscheinlich. Ja, ja. Okay, das Lager müssen wir hier platt machen. Wo bist du denn? Ich bin hier an der Küste, wie du gesagt hast. Geh mal an der Küste weiter lang, das habe ich getan. Ich habe nicht gesagt, du sollst rüberschwimmen. Bin auch nicht geschwommen. Nee? Nee. Naja, das Lager, wo ich hier bin, das soll mir. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich kämpf gerade. Ich kann gerade nicht. Der macht mich auch ganz schön fertig hier. Ich habe auch gleich keinen Mana mehr. Ich habe hier ein kleines Problem. Ja, ich komme da nur nicht hin. Das ist das Problem. Wieso? 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 Weil hier alles voll mit ist mit diesen Viechern. Also den Kubanieren. Ah, jetzt werde ich auch schon angegriffen. Die Kubaniere. Wo? Oh, ach, da bist du doch. Ja. Ja. Ist auch sag ich doch. 41er. Ja, die sind ganz schön mies drauf hier, die Räuber. Mit denen hatte ich auch gerade zu tun, auf jeden Fall. Der eine aber kommt, die wäre ja wohl platt gemacht. Und wenn wir das Lager platt gemacht haben, dann quasi. Jetzt wird aber noch ein bisschen rumsuchen. Ja. Jawoll, jetzt kommt Mauladins Schwert endlich mal zum Einsatz. Geil. Zu zweit schaffen wir das auf jeden Fall. Also so ist das nun nicht, ne? Von innen hin. Sehr gut. Ach, guck mal, die macht auch gerade alle platt hier. Super. Muster Murdoch-Schuppenarmschienen. Oh, geil. So. Muss man hier irgendwas durchsuchen oder was? Ah, ja, da. Quest beenden. Geil. Ja, oh, geil. 40 Silber. Das ist doch absolut cool. Ey. Das ist ja mal echt easy going. Gott. Denn, oh ja, dann können wir jetzt einiges abgeben in Booty Bay. Und neue 38er Quests sind da. Oh, ich werde angegriffen. Oh, 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 oh. Dabei wollte ich doch nur Danke sagen. Mach irgendwas, mach irgendwas. Ich habe aber leider keinen Mana mehr. Hoffentlich macht sie was. Hoffentlich hilft sie uns. Ja, echt. Kommen denn die auf einmal alle her? Ja, die sind halt wieder gespawnt, ne? Auf mich stechen hier auch jede Menge Leute ein. Ja, ich versuche. Ich helfe, so gut ich kann. Mein Mana ist zu niedrig. Muss hier mal weg. Ich brauche mehr Mana. Scheiße. Ich hab keinen Mana mehr. Wieso kommt der denn jetzt zu mir angeschissen? Er sollte den noch platt machen. Scheiße! Oh, lass abhauen hier, ey. Ja. Hier ist alles voll mit Viechern. Ja, ja, da kommt schon der nächste. Oh nein, und jetzt wird auch noch. Könntest du mich. Was, heilen? Was könnte ich? Ach, ich werde sterben. Nee, ich hab nicht genug Mana. Ich kann dich nicht heilen. Kein Mana mehr. Tschüss. Ja, ich bin auch gleich tot, wenn er. Jetzt noch weiter auf mich schießt, bitte. Der Friedhof ist nicht weit. Nee, das stimmt. Ach da, ich sehe, hallo. Hallöle. Ja, schade, da hättest du eigentlich noch mal kurz helfen können, finde ich. Naja. Ich hätte helfen können, ich bin doch da gerade gestorben. Nein, sie. Ach so. Stand doch da nur rum. Ah. Geil, hier ist so eine Höhle. Piratenhöhle. Hä? Ist der Durchgang nach Booty Bay oder was? Ja, ja, aber hier ist noch so eine geile. Ach so, da an der Geschichte. Seite. Geschichte, das habe ich noch gar nicht gesehen. Cool. Ach, eine Bucht meinst du hier? Ja, so eine Lagune, so heißt es. Ja, genau. Geil. Ja, gut. Oh, die spawnen da ja echt ratzfatz, ne? Ja, das stimmt. Das war ein bisschen schnell. So. Wo sind die? Ah, da sehe ich doch schon was. Oh. Oh Gott, ich bin ja auch richtig kaputt, ey. Ich muss mich erstmal reparieren lassen. So, kann man hier lang? Ja, hier kann man lang. Aha, da steht auch schon einer.
Hier, guck mal, der heißt auch Paul der Zweite. Paul der Zweite. Aha. Das ist auch ein Wegen Leo. Erstattet Seehornbericht. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, okay. Du konntest helfen. Du bist ein ganz toller. So. Was hat der denn für ein Pad dabei? Was ist das denn? Hat wem soll ich Bericht erstatten? Was ist das denn? Mechanisches Eichhörnchen. Sehr lustig. Scheiße. Ja. Ja, wie viele Punkte brauchst du denn noch, bis du 38 bist? 11.000. Oh, meine Güte. Im Ernst? Jawohl. Ja, also vielleicht 30.000 Punkte. Das waren wir doch vorhin schon. Ja. Dachte, vielleicht ändert sich ja irgendwas mal da dran. Oh, hier gibt es zwei Quests zum Abgeben. Geil. Hier oben, ne? Ja, ja, ganz oben da auf dem Bug. Ah, hier gibt es auch eine neue Quest bei so einem Zwerg. Ja, ich habe immer Lust auf ein Glas, auf jeden Fall. 15 Teile Schnupftabak. Seid auf der Hut. Okay. Wasserelementare, nochmal 40 Silber. Hier, bam. Wo denn? Wo ist das denn? Achso, hier auf dem. Ach, da. Bug. Ah, ich sehe schon. Da oben. Bringt die Wasserelementarschienen nach Dalaran zu Erzmagier Azirem Rubiver. Nach Dalaran? Krass, hier ist so ein Taure. Friede sei mit dir. Ja, ist der Captain. Flottenmeister Seehorn. 10 Schwadroneure. Mhm, Blutsegelkarten und Blutsegelbefehle. Ja, cool. Dann haben wir ja auf jeden Fall in der nächsten Episode nochmal ordentlich was. Hier gibt es auf jeden Fall auch noch andere Quests. Achso, die sind aber dann wahrscheinlich für 38er nur, ne? Aber die sage ich dann auch schon mal ein. Und wenn wir unterwegs sind, hier am Questen im Schlingdorntal, dann können wir ja mal. Kann ich die ja auch mit dir teilen. Dann das wäre doch super. Also, was haben wir denn an gelben Quests? Haben wir noch Gefallen für Kratzek? Achso, dafür müssen wir nach Arati. Also, ich wäre ja dafür, mal die Episode zu beenden. Ja, ich dachte, wir machen noch eine kurze Quest-Analyse hier. Das interessiert doch keinen. Magische Mann. Analyse heißt die nächste Quest. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Gehabt euch wohl und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auf jeden Fall auch gern beim nächsten Mal wieder ein. Da. Und genau, Kischli springt da irgendwie runter. Ach, ich habe nur deinen Zauberstab gesehen und dachte, das wärst du, aber das ist jemand mit deinem Zauberstab. Ja, that's what she said. Und ja, gut, okay, tschüss, gut. Leute, macht's gut. Reingehauen, Leute, macht's gut. Auf Wiedersehen.